Eine Welle schlug gegen das Schiff und bewirkte, dass Avalach aus seinem leichten Schlaf erwachte. Den Traum, den er bis eben gehabt hatte, kannte er schon zu gut, denn dieser drehte sich wie immer um Lara, beginnend dabei, wie sie glücklich zusammenlebten, bis sie ihn dann auf einmal verließ und so sehr er sich auch anstrengte, so schaffte er es nie, sie wieder zu erreichen. Nachdem sie verschwunden war, stand er nur noch allein auf einem leeren Hügel. Andere Träume hatte er seit Laras Tod nicht mehr gehabt. Den Hügel aus seinem Traum hatte er natürlich mehrfach besucht, war es doch der Ort, an dem Lara ihr Kind zur Welt gebracht hatte und wo dank ihrer Kraft, mit welchem sie ihr Kind beschützen wollte, der Schnee dem Frühling gewichen war. Doch im Vergleich zu den Legenden war dieser für ihn nie ein Ort ungemeiner Schönheit gewesen. Die dort blühenden Feinevet-Blumen waren für ihn einerseits ein Zeichen Laras Schönheit, aber auch ein Zeichen, dass sie ihn für einen Menschen verlassen hatte. Was schlussendlich auch der Grund für die Geburt des Hasses gegenüber den Menschen in ihnen war. Und auch wenn er sich gerne vormachte, dass dieser Hass über die Jahre verloren gegangen war, so wusste er selbst am besten, dass er sich niemals von diesem würde trennen können. Am besten gemerkt hatte er dies, als Cirilla das erste Mal durch den Schwalbenturm in die Welt der Enelle gelangt war. Sie war bereits erwartet worden, doch in dem Moment, in welchem sie durch das Portal zu ihnen kam, spürte er in sich den alten Hass aus den letzten Jahren wieder in einer Stärke aufkommen, wie er das selbst niemals von sich erwartet hatte. War es doch die Existenz dieses Mädchens, die ihm seinen Verlust wieder vor Augen führte. In dem Moment war er tatsächlich froh gewesen, dass entschieden worden war, dass es Oberon sein sollte, der Vater des Erben Laras wird. Nichtsdestotrotz war die Aufgabe, Cirilla zu bewachen, an ihn gefallen, wodurch seine Abneigung gegenüber dem Mädchen das ein oder andere Mal sogar nach außen sichtbar geworden war. Nach dem Tod Oberons jedoch hatte sich die Situation geändert. Avalach selbst kümmerte es dabei nicht, ob Eredin den König willentlich oder unabsichtlich getötet hatte. Oberon war alt gewesen und sein Tod daher absehbar. Allerdings war Eredins Eroberungswahn zu stark. Er kümmerte sich nicht mehr um das Erbe Laras. Es war für ihn nur noch ein Weg, um andere Welten erobern zu können. Und wenn es dabei vernichtet wurde, dann war das für ihn ein nötiges Übel. Und so kam es, dass Avalach den Enelle den Rücken zukehrte. Zu Beginn versuchte er auf eigene Weise das Erbe Laras wieder aufleben zu lassen, doch alle Versuche scheiterten. Schlussendlich blieb ihm nichts anderes übrig, als das von ihm verhasste Menschenkind aufzusuchen und ihm zu helfen, das Geschenk, das Lara der Welt vermacht hatte, unter Kontrolle zu bringen und so ihre Aufgabe zu beenden. Über die Zeit ließ sogar sein Hass gegenüber dem Mädchen nach. Manchmal hatte er sogar das Gefühl, Lara selbst in Cirilla wiederzuerkennen. Doch vielleicht war auch das Gegenteil der Fall und sein Verstand ließ ihn Lara sehen, damit er seine Aufgabe nicht aus den Augen verlor. So oder so standen sie kurz davor, sein Ziel endlich zu erreichen, doch zuvor mussten sie noch Eredin besiegen, damit er ihm nicht in die Quere kam. Er schritt an Deck des Schiffes entlang und blickte hinunter, wo Cirilla gerade mit Yennefer im Gespräch war. So aus dem Profil hatte er wieder das Gefühl, auf Lara zu blicken, doch er wendete den Blick sofort wieder ab, bevor dieses Gefühl ihn noch zu irrationalen Entscheidungen trieb. Er durfte sein Ziel so kurz vor dem Ende jetzt nicht aus emotionalen Gründen aus den Augen verlieren. Geralt war nach der Rückkehr von der Nilfgaardischen Flotte in einem Gasthaus am Hafen eingekehrt, um dort Informationen zu potenziellen alten Elfenruinen zu finden, denn auch wenn Avalach wusste, dass der Sonnenstein, von welchem ihnen Gales erzählt hatte, auf Skellige zu finden sein sollte, so wusste auch er den genauen Ort dieses Steins nicht. Da er allerdings bisher nicht aktiviert geworden zu sein schien, musste es ein Ort sein, den ein Mensch nicht so einfach erreichen konnte. Allerdings hatten die meisten Skelliger, wie das auf den Inseln so üblich war, lieber andere Gesprächsthemen als alte Elfenruinen. Unter anderem bereiteten sie sich wohl gerade nicht nur auf einen potenziellen Krieg mit Nilfgaard vor, sondern auch innerhalb der Inseln schienen die Konflikte größer zu werden. Bahnte sich womöglich eine Revolution des Drummond-Clans durch Lugos den Irren an, welcher mit der Königswahl wohl nicht allzu zufrieden gewesen zu sein schien. Nach ein paar Bieren schaffte es Geralt jedoch, manche der Skelliger dazu zu bringen, über seltsame magische Orte zu reden. Bei vielen der erwähnten Orte konnte er ausmachen, dass es sich lediglich um Aberglauben handelte. Allerdings war auch eine Geschichte dabei, die ihn aufhören ließ. Eine Höhle, die bekannt war, aber die niemand betreten konnte, an einer Bucht, die man nur vom Meer aus erreichte. Das klang wie der perfekte Ort für den Sonnenstein. Nicht nur war es ein Ort, der wie gemacht für die ankommende Flotte der Enelle war, sondern war auch die magische Abschirmung aufgrund der fehlenden Magier auf Skellige und dem Desinteresse der Druiden an solchen Orten perfekt, um jegliche Plünderer von ihm fernzuhalten. Das bedeutete allerdings auch, dass er selbst eine Magierin benötigen würde, aber da hatte er zum Glück genug Auswahl. Nicht lange wartend kehrte er also zum Schiff am Hafen zurück, wo Ciri, Yennefer und Philippa Eilhard schon in ein Gespräch verwickelt zu sein schienen. Wohin des Weges?
Siri sagt, dass wir einen Ort auf Skellige untersuchen müssen. Avalach verheimlicht uns eindeutig was. Als wir zusammen auf den Inseln waren, hat Avalach ein Labor erwähnt. Einmal wollte er hin teleportieren, um etwas zu holen. Und er hat sich geweigert, mich mitzunehmen. Das war alles sehr seltsam. Ausreichend verdächtig, meinst du nicht? Und was habt ihr vor? Einfach reinschleichen und rumstöbern? Genau. Kommst du mit? Na, gut. Wohin denn? Auf eine kleine Insel zwischen Undvik und Spikerok. Liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Sonnenstein auf Art Skellig ist. In einer Höhle an der Küste, an die man nur vom Meer aus rankommt. Und zum Betreten der Höhle braucht man echte Magie. Geht und findet dieses Labor. Ich erkunde Art Skellig. Du kannst später zu mir stoßen. Dein Augenlicht wurde gerade erst wieder hergestellt und magisch simuliert. Sagtest du nicht, du bräuchtest eine Zeit der Eingewöhnung? Sagte ich das? Ich hatte vergessen, was für eine Schreckschraube sie sein kann. Komm, Siri. Das Labor war wie zu erwarten mit einer magischen Barriere geschützt, doch nichts, worum Yennefer sich nicht kümmern konnte. Das dachten sie zumindest, denn plötzlich erwachte einer der Wächter zum Leben, der wohl automatische Eindringlinge davon abhalten sollte, sich an der Tür zu schaffen zu machen. Um Yennefer ein wenig Zeit zu geben, stürzten sich Geralt und Ciri auf den Golem, doch sie merkten schnell, dass dieser nicht mit der Geschwindigkeit von ihnen beiden mithalten konnte. Mit schnellen Drehungen und Pirouetten wirbelten sie um den Golem herum und versetzten ihm dabei immer wieder Hiebe an den magisch wichtigen Verbindungen. Mit einem heftigen Schlag auf den Boden versuchte der Golem, die beiden Angreifer aus dem Gleichgewicht zu bringen, doch Geralt stellte mit Freude fest, dass Ciri ihre Bewegung und das Umlegen der Balance wohl auch nach ihrem Training auf dem Balken immer weiter geübt hatte. Doch Geralts kurzer Moment der Unachtsamkeit hatte auch seine Folgen, sah er den Schlag des Golems einen Bruchteil zu spät, wodurch er einmal quer durch den Raum geschleudert wurde. Kurz nach Luft schnappend rappelte er sich sofort wieder auf, es schien zum Glück, dass seine Rippen nicht gebrochen waren und mit ein paar finalen Hieben erledigten die beiden den Golem. Geralt versuchte den Blick Ciris, den sie ihm zuwarf, zu ignorieren und gemeinsam mit Yennefer betraten sie das Labor von Avalach. Gemütlich. Sieht gar nicht aus wie ein Labor. Das beweist nichts. Wir müssen uns umsehen. Bisschen schäbig, findet ihr nicht? So in seinen Papieren zu wühlen? Das war doch deine Idee, meine Liebe. Ein Porträt von Ciri, glaube ich. Nein, das bin ich nicht. Wo ist die Narbe? Natürlich bist du das. Er hat dich gut getroffen. Bist du sicher, dass Avalach nur an deinen magischen Fähigkeiten interessiert ist? Sehr witzig. Das Labor selbst sah auf den ersten Blick gar nicht wie ein solches aus, sondern eher wie ein Versteck, in dem man alles Mögliche finden konnte. Was Geralt am meisten überraschte, waren jedoch die Süßigkeiten sowie die Kosmetikartikel wie Parfums oder Bürsten. So wie er den Elfen kannte, war dieser weder jemand, der gerne Süßes aß, noch jemand, der ein Parfum benutzte. Im nächsten Untergeschoss wurde dann aber klar, was Avalach hier erforscht hatte. Yen! Stammbaum des Enhen Ichier, des älteren Blutes, von Lara Dorren. Bis zu mir. Du hast mir nie den ganzen Stammbaum gezeigt. Ich wusste nicht, dass Wiedemond von Edirn auch mein Vorfahr war. War das der, der seine Töchter mit einem glühenden Eisen bestraft hat? Oder hat er seinem Vater die Augen ausgestochen? Der mit den Töchtern. Nicht mal ich habe bisher die vollständige Version gesehen. Offenbar hat Avalach alle Pfade des Lara-Gens analysiert. Auch die, die wir für ausgestorben hielten. Er hat sie nur analysiert? Glaubst du das wirklich? Wenn er unseren Magiern auch nur entfernt ähnelt, bezweifle ich, dass er sich zurückgehalten und nur beobachtet hat, wie es Laras Nachfahren geht. Wir werden wohl nie erfahren, ob und wie viel die Elfen mit der Genmutation zu tun hatten. Hattest du was zu tun mit dem, was Geralt erwähnt hat? Dem Werk dieser menschlichen Magier? Natürlich nicht. Sehen wir uns seine Notizen an.
Götter. Er hat über 2 Jahrhunderte damit verbracht. Er war der Erste, der das Lara-Gen studiert hat. Falker? Einige Einträge über Ciri. Aber richtig interessant wird es erst später. Hier, er hat tatsächlich versucht, eine Genmischung wie die von Ciri zu züchten. Aber eine ohne den menschlichen Anteil. Was soll das heißen? Dass ich mich nach Riesengläsern mit meinen Geschwistern drin umsehen darf? Sei nicht albern. Avalach ist nie so weit gekommen. Offenbar sind all seine Experimente fehlgeschlagen. Du bist einzigartig. Und darum müssen wir mit der wilden Jagd fertig werden. Suchen wir weiter. Mal sehen, ob wir nicht noch was Interessanteres finden. Und etwas Interessantes gab es durchaus noch zu entdecken. Wobei die bessere Bezeichnung wäre jemand Interessantes. Denn wie sich herausstellte, schien Avalach diesen Ort nicht nur als Labor zu nutzen, sondern auch als Unterschlupf für sich selbst und andere Elfen, von denen eine zugegen war. Wie seid ihr hier hineingekommen? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Verschwindet, sofort. Du, ich erinnere mich an dich. Von Tir Nalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren? Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähst Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken. Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft. Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen, wie erniedrigend. Noch ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Wenn er mich so hasst, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Ciri, du hast ja doch wohl nicht geglaubt. Sie ist persönlich betroffen von der Sache. Das ist klar. Na und? Wenn sie mich so verachten, sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Ciri. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Ha ha!
So, schon besser. Und jetzt weg hier. Nachdem sie ein wenig ihren Frust herausgelassen hatten, verließen die drei das Labor wieder und wollten eigentlich zum Schiff zurückkehren. Doch vorher hatte Ciri noch eine Bitte, die Geralt ihr schlecht abschlagen konnte. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Hindersfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Was denn? Ciri, Skjall ist tot. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skjall ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Besuchst du sein Grab mit mir? Ich will mich verabschieden. Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindersfjall öffnen? Kann ich. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Bis dann. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann Friedhöfe nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Wir sehen uns gemeinsam um. Komm. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Ovar. Inge, Tochter von Trotnir. Verdammt! Er ist nicht hier. Skjall hat kein Grab. Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach. Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Ah, diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Was macht ihr da? Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling? Ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg. Ihr schändet unsere Gesetze. Nicht so laut. Sonst brauchen wir noch ein Grab. Wie kannst du ihn verteidigen? Der Feigling gehört in die Grube. Skjall hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Gut, dass wir hergekommen sind. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen.
Ganz so einfach, wie Geralt das glaubte, würde es am Ende allerdings nicht sein. Skial selbst wurde in den allgemeinen Gesprächen im Dorf noch lange als der Feigling bezeichnet, der vom Schlachtfeld geflüchtet war und später im Garten der Freya starb. Doch das Grab Skials wurde wie versprochen nicht angerührt. Und vielleicht war auch dies ein Grund dafür, dass sich schon bald auf dem Grab und in der Umgebung Pflanzen und Blumen aller möglichen Arten fanden, wodurch es ein Ort wurde, der häufig von den Menschen aus Lofoten besucht wurde. Ein solch reichhaltiger Ort musste von den Göttern gesegnet sein, was nur bedeuten konnte, dass Skial seine Prüfung bestanden hatte. Und ein Feigling würde immerhin niemals von den Göttern akzeptiert werden.